Moin, Freitag, Moment, Glock 8. Ja, ich habe gerade Nachrichten wieder an. Ich bin seit 4 heute hoch. Mich hat nichts mehr im Bett gehalten. Da habe ich dann gemalen, gezeichnet. Gemalt ist es nicht, gezeichnet. Und zwar in Sea We Lost, nicht in Love We Trust. Das ist dieses Exemplar hier. Wieso ist das nicht so? So, jetzt seht ihr es. Mit der Piep. Und ja, in Sea We Lost. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwas sage jetzt mit der Hamas und Sidum und Partum und ich lasse das. Also, ich bin sprachlos. Und ich sehe Böses auf die Welt zukommen. Sagen wir mal so. So wollen sie aus dem Gazastreifen 1,1 Millionen Leute evakuieren, irgendwo hin. 1,1 Millionen, nicht anderthalb Personen. Oh. Ich finde das ist alles so sinnlos auf beiden Seiten. Ich lasse das Thema. Ich lasse das Thema. Religion und Politik und so. Aber manchmal, da schwillt mir echt der Kamm. Im Moment auch sehr, sehr. Eine Geschichte muss ich noch erzählen. Den Bengel, der den Lehrer da getreten hatte. Ich weiß nicht, ob in Berlin war das, glaube ich, auf dem Gymnasium. Der wäre geflogen. Erstmal von der Schule und dann Richtung Heimat. Das Susanne Stoffel, ich brauche deine Adresse. Ich habe noch keine Mail von dir bekommen. Denke dran, das Bild ist fertig. Nee, das ist jetzt aber mal nicht richtig. Hab ich gestern gelacht. Ich habe mir gerade noch mal eben Kommentare durchgelesen vom gestrigen Video. Ich kann echt nicht mehr gucken. Das sind alles 2,5 Stärken. Ich brauche 3 oder 3,5. Ich brauche unbedingt einen Termin beim Optiker. Also zumindest Optiker, Augenarzt ist wohl wahrscheinlich erst 2035 irgendwie einen Termin zu kriegen. Aber das geht gar nicht. Ich komme gleich zu den Kommentaren. Kennt ihr das? Ein Ohrwurm. Wo ich jetzt gerade wieder hier Shania Twain quaken höre. Jetzt die Fernbedienung weg. Moment. So, ein Ohrwurm kennt man ja, ne? So, was weiß ich. Ein Ohrwurm eben halt. Ich habe das seit bestimmt jetzt 5 Tage auf jeden Fall, wo ich jeden Tag denke, ich kann nicht mehr richtig gucken. Ich kann nicht mehr richtig gucken. Fahre ich mit Sven Auto, guck vor uns an der Ampel, Nummernschild. Ich kann es nicht lesen ohne Brille. Ich bin wirklich, also so. Nicht mal so. Wir sind echt rapide schlecht geworden. Oder von den Medikamente. Ja, auf jeden Fall habe ich denn als Ohrwurm, ich kann nicht richtig gucken. Oh, schrecklich. Jetzt wollen wir ja gleich einkaufen. Jetzt sind es mit der Hunde eben eine Runde. Und dann gucke ich erstmal nach einer Dreier- oder 3,5er Brille. Oder am besten gleich zum Optiker rein, kostenloser Sehtest machen. Die denken ja, ich will die verarschen nachher, ne? Hatte ich ja beim Augenarzt auch. Dann strengen sie sich mal an. Ich sage, ich mache das doch nicht zum Spaß. Wenn da für mich ein O ist und das eigentlich ein X ist, kann ich doch nichts dafür.
Eins kann ich schon von Haus aus sagen. Ich würde, wenn ich in Lotto gewinne, erstmal die Hunde nochmal so fit machen, ne? Komplett-Check und hier und da. Also jetzt nicht dick operieren oder so. So wellnessmäßig. Und dann, ich würde mir meine Augen lasern lassen. Echt. Jalousien wieder hochziehen. Licht aus. Ja, würde ich machen. Dass sowas nicht von Kassen bezahlt wird, ne? Heute Morgen mein Blutzucker. Allerdings hatte ich schon wieder einen Kaffee getrunken. Doc Sugar hat gestern gesagt, ich soll immer auf nüchternen Magen morgens messen. Ah, okay, 176 geht ja jetzt auch, ne? Ah, gestern. 1 Stunde 40 Minuten. Er hatte ja gesagt, ne, mit Wartezeit, aber da. Ich hatte nichts gegessen, den ganzen Tag nicht. Ich weiß, das soll man nicht, aber wenn ich keinen Appetit habe, kann ich nicht essen. Jedenfalls, war das ganz schön. Wäre ich dann nicht da aufgerufen worden, wo ich aufgerufen wurde, dann hätte ich gesagt, also, ne, 2 Stunden, das ist schon echt happig. Man ist ja gewillt, man wartet ja. Ich bin nicht so ein Quengeltyp, so der sich dann da reinquengelt. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Mein Sohn dachte, ich rede mit meiner Schwester. Wolltest du jetzt noch sagen, Grüße? Ja. Aber trotzdem, kannst du ja grüßen. Schöne Grüße von Alex, unbekannterweise. Also, Papa und ich fahren gleich einkaufen. Überleg mal, was du brauchst, dann schreibe ich mir das auf. Braucht nichts. Gar nichts. Gut, Schluss, glücklich. Zinsert. Warum lag denn jetzt eine Postkarte auf Klo? Verteilst du die jetzt überall, falls dir Ideen kommen? Muss eben so lang. Klingelt das Telefon. Ich dachte, wer ruft denn auf Festnetz um 20 vor 9 an? Da war das irgendwie so eine Pflege. Ich hatte mal für Oma so nach, wie sie noch gelebt hatte, nach, so verschiedene Hilfen geguckt. Und jetzt, das ging jetzt gerade um Treppenlift und Sven. Ich hörte Sven nur sagen: Nee, nie so weit ist das bei mir noch nicht. Also ich kann noch so. Ich habe hier 2 Söhne, meine Frau und ja, ich habe hier draußen jetzt nur 5 Stufen, also die schaffe ich noch. Hast du noch eine Flasche da? Ich muss zusammen. Sicher. Bitte noch eine, ne? Hast du einen Treppenlift bestellt? Und dann beantwortet, ich sage, nee. Ich sage, ich habe für deine Mutter geguckt gehabt. So bei Pflegesachen. Ich sage, die sind nachher ja schlimmer wie Scheißhausfliegen, ne? Oh, heute kommt meine Halloween-Lieferung. Sven hatte so einen Teppich gesehen oder eine Matte. Da ist Pennywise so unten in so einem Gulli drinne, in so einem Strudel. Das wollten wir. Wir wollten Halloween dekorieren. Da habe ich noch so ein paar andere Utensilien dann bestellt. Nicht, dass die Nachbarn nachher klingeln und sagen, wir mögen das abmachen wegen kleinen Kinder. Schmücken wir das denn erst zu Halloween oder machen wir das eher? Aber einen Tag vorher oder den Tag? Zumindest die Matte. Ah. Ja, dann auch die Körperteile und so, ne? Und die blutigen Sägen und so. Wann ist denn? Dienstag. Ja. Ja, das ist Halloween. Mir wird ganz weich in den Knien. Es klopft an der Tür. Vor mir steht der Tod und sagt, ich will dein Brot. Da wir ja einkaufen waren und ich glaube, Onkel Dieter hat
möchte Fisch, dass wir noch zum Fischmann fahren. Und ich bei Rossmann rein könnte und einen Nasenhaartrimmer holen. Wollte ich noch zwei Lichterketten haben? Da könnte ich doch nach Tidi und da auch noch mal nach Halloween-Sachen gucken. Zwei so eine Schnuckertüten. Ich mag das ja nicht, ne? Also ich persönlich. Wenn ich jetzt ein Kind wäre und mir würde da jemand so eine Handvoll lose Bonbons, also nicht verpackte, so meinetwegen Gummiwürmer von Trolli oder so, Werbung, aber nicht, ne? Und dann so rein und so. Man weiß ja nicht, ob die schon vorher angeleckt sind und so. Ich bin immer safe. Ich nehme immer diese kleinen Halloween-Bügel. Habe ich jetzt gekauft. Zwei so eine XL-Tüten da von Trolli oder Haribo oder was auch immer. Und das kommt dann in so eine Schüssel oder in einen Eimer, je nachdem. Und da gucke ich nochmal bei Teddy dann. Nasenhaarschneider, Lichterketten und AA-Batterien, Schwarzbrot, Duftkerzen und Ledersohlen. Das ist das, was der Mensch auf dem Freitag haben muss. Es sind wieder neue Stränge trocken, aber noch nicht im Shop. Und zwar ist das hier Hexensocken. Verstellt sich das immer irgendwie so? Oder täuscht das? Hexensocken. Das ist Merino Tencel. Dann habe ich hier es moved. Also dazu muss ich sagen, Gitte damals in ihrer alten Wohnung, da hat sie so einen Mauve-Ton gesucht, so staubig, grau, lila mäßig. Und der Himmel da im Pott, das war so schön, da haben wir den gesagt, oh, guck mal, Gitte, es moved. So dunkellila und es war richtig schön und das ist es moved. 70 Morinomino, 70 Merino, 30 Seide, 19,5 Mikron, 600 Meter. Es moved. Dann ist das hier Pink Blossom, so eine schöne pinkende Blume. Innen ist sie noch so pinkig und außen ist sie dann so, ja, am Vergehen. Und dann dieser hier, der Himmel in Rosé und Mauve. Wieder praktisch wie dieses, aber eben halt so und in einer anderen Qualität. Und zwar ist das Merino Tencel. Dazu schreiben 60 Merino extra fein, 40 Tencel, hat ein kleines Schwänzle, 100 Gramm, 400 Meter Superwash, ist so schön weich. Mein Unterarm lag da eben so drauf. Ja, die anderen sind noch nicht durch. Die werde ich jetzt gleich einmal schnell nochmal wenden. Und ich gebe es zu, ich habe da einfach die Heizung angemacht. Einmal ein bisschen und dann wieder ausgedreht. Zu dem Bild wollte ich einen Strang färben, das hatte ich schon. Wann habe ich denn das gemalt? Leider nicht signiert. Das muss ich noch machen. Das muss ich letztes Jahr gemalt haben. 2022 war das. Es ist. So seht ihr das richtig. Das ist richtig dunkel. Und dann so mit Gold und so ein Häuschen. So sieht. So. Und da wollte ich einen Strang zu machen.
die zwei mit dem Regenschirm und weiß ich, ob es Mutter und Sohn war und sie, er hat den Schirm über den Kopf und dann zieht sie immer an seiner Kapuze. Das ist alles so komisch, so irre. Hamburg. Nieseldiesel. Also es fieselt und es ist Niesel und es dieselt. Also fieselt. Es ist. Es regnet, es regnet. Ja, und so grau. Und so ein bisschen irgendwie. Als wenn man nicht so richtig durchatmen kann. Freitag der 13. Glückstag, mein Glückstag, Freitag der 13. Sollte Lotto spielen. Pass auf. Ich trau den immer nicht. Nee. Vor allem ja. Gerade auch ohne viele Selbstmonaten, die da am Weg sein können. Das ist so, wie wir das Wetter lieben, ne? Ja. Auf Teddy hatte ich keinen Bock. Das ist eine echt ädelige Luft. So ein bisschen wie Hagen-Viktorparium, ne? Nicht ganz so. Oha, hier. Ja. Oha. Verkleiden die sich jetzt extra so, oder was? Das winkt die dir zu. Soll ich aufs Maul hauen, oder? Entschuldigung, jetzt entgleitete mir. Meinst du, wie viele das jetzt auch als Protest machen? Ja. Damit sie so blöd winken können und freche Schnauze aufreißen können und so. Ich sag jetzt nicht, über was wir reden. Grau in Grau. Das schüttelt und schüttelt. Meinst du, die Tafel kriegt ja auch die Typen? Ja. Und eben so eine gefüllte Tüte für 5 Euro für die regionale Tafel hier gekauft. Die sind so fertig an der Kasse und dann stellt man sie in so eine Kiste rein. Mit so Konserven, Kichererbsen, Tomaten, Nudeln. Der reißende Rio Schlemerio. Das hat aber auch geschüttet den ganzen Vormittag, ne? Ja. Und morgen. Ich finde, ich habe keine Kabel kaufen. Ja. Oder wie ich dachte, im Hamdaddenkanal sind Schweinswale. Dabei waren das Taucher in Neoprenanzügen. Oder hier. Odi. Komm hier. Komm ran. Komm, Frau Liese. Komm. Komm. Sonst kommt gleich Pennywise aus dem Rohr. Hallo. Hallo, komm doch mal her. Odin. Mit den kleinen Papierschiffchen. Hier. Odin. Hey. Da würde jetzt so ein Pennywise-Gesicht rausgucken. Hier. Und würde dich da reinlocken wollen mit dem Luftballon. Was würdest du machen? Was? Ach, so herrlich direkt. Oh, 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 oh. Sind wir ein bisschen schnell unterwegs?
Gibt da bestimmt gleich richtig Stoff da auf der Hansastraße. Na, es geht. Aber immer noch zu schnell. Das macht doch nichts. Nee. Ui! Dein Gesicht! Ja, mit den Haferflocken geht's mir besser morgens. Ich habe jetzt 2 Tage oder 3 keine Haferflocken morgens gegessen, so ein Minischildchen. Und es geht mir dadurch etwas, also ich bin nicht so fit, sagen wir mal so. Was denn? 1, 2, 3. Das ist immer noch so eine Biotopluft, trotz diesem riesen Regenschauer. Ja. Noch poddiger. Moddy Poddy. Er pilz. Das liegt. Oh, guck mal, das Feld, wie schön. Sieht aus wie Frühling. Schön grün. Und die Vögel zwitschern so schön. Liegt da schon die ganze Zeit. Bestimmt für eine Brücke oder so. Die Brücke am Quai. Sven hat einen Rabenparcours aufgebaut. Noch einer mit. Der gelbe Teufel mit meinem Temu-Bestellung, hoffe ich doch. Marvin kriegt gleich erstmal eine Massage. Wird sich wohl irgendwie vertreten oder was? Moin am Sonntag. Umgewaschen und rasiert. Und ich muss mich aufraffen. Kennt ihr das auch? Ihr guckt so um euch rum. Irgendwann, da habt ihr dann von draußen so ein Vogel, funky Vogelfutter Dingens, das trocknet da schon seit, also ist abgewaschen, ne? Und da soll neues Vogelfutter rein und das liegt hier, dann meine ganzen Malsachen, die Wolle, achso, Wolle. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt den Schwedenwinter oder Winter in Schweden haben wollte. Die anderen Pakete sind alle unterwegs. Melde dich, bitte melde dich. Ja, auf jeden Fall liegt hier alles so rum und dumm. Mein Schreibtisch.
ETC, ETC. Und ich habe zu Zen gesagt, der jetzt eben zu Onkel Dieter gefahren ist, ich werde jetzt hier gleich mal den Herbstrundschlag machen. Ich wollte das Fenster einmal alles, meine Pflanzen einmal tränken. Und hier, ich habe mir so Lichterketten gekauft für meine Blumenschaukeln mit Moody. Also da würde ich verrückt werden. Da auch. Jetzt geht die langsam aus und dann auf der anderen Seite an. Da muss man echt Geduld haben. Haben wir jetzt nicht. Oh Gott. Also ich tendiere ja zu diesem. Da habe ich zwei Stück und zwei auch für Donatella. Ja, das wollte ich alles machen. Eigentlich wollten Sven und ich nochmal mit dem Wohnmobil so versuchen, 2 Tage oder so loszufahren, aber Muffin humpelt. Ihr hattet das ja, ich glaube, vorgestern ein Video gesehen und heute auch schon wieder. Und ich glaube, da ist das nicht so gut. Die kann das Wetter so nicht ab. Warten wir mal ab. Aber erstmal muss ich mich hier aufraffen. Es ist jetzt 8:55, also da ist noch einiges zu schaffen. Ich sehe aus wie so ein abgeleckter Assi. Meine Haare muss ich auch wieder färben. Oh Gott, das ist Sonntag, ne? Sonntag. Dann noch ein paar Stränge und auf der Leine Seide, Merino-Seide, die fotografieren muss und in den Shop stellen muss. Und dann wollte ich noch färben, was ich alles wollte. So viel Lebenszeit hast du gar nicht mehr. Ich habe ein bisschen hier die Fensterbank dekoriert, meine Pflanzen alle einmal abgesprüht. Da ein kleines Kürbis-Arrangement. Hinter mir ist die Wolle mit Lichterkette, die muss ich noch beschriften. Das ist Merino-Seide, blasse Schuhwolle mit Viskose. Hier meine Anrichte habe ich auch entlünnt. Unser Kamin. Sven seine Mysterie-Ecke. Tatatata, mein Schreibtisch, da sind meine Brillen drin, die alle zu schwach sind. Ich alles schön aufgeräumt. Ganz schön. Jetzt kreativ weiter betätigen und hier die Stränge noch färben. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns. Gruß, Kuss und Schluss.